Und damit bin ich zum ersten Mal ja öffentlich bekannt geworden. Aber ich will Ihnen auch gleich das Grundproblem aufzeigen, vor dem man als Beamter steht, der für ja, etwa die Steuerfahndung zuständig ist oder auch für Strafsachen. Man kann die einen nicht so, die anderen so behandeln. Ich kann nicht dem einen sagen, du wirst jetzt bestraft, das Gesetz fordert es, tut mir leid. Und dem anderen sagen, weil er politische Beziehungen hat, etwa zu Strauß, wir machen das schon, wir biegen das schon hin. Wer das macht, gut, es mag solche Leute geben, der hat eigentlich ja, kein Selbstgefühl, kein Selbstwertgefühl. Und natürlich hat er damit auch seinen Beamteneid gebrochen. Ein Beamter ist nach der Verfassung verpflichtet, Diener des ganzen Volkes und nicht einer Partei zu sein. Und wenn man das nur halbwegs ernst nimmt und noch dazu sich auch sagt, ja, soll ich mich wirklich zu Illegalem hergeben, wenn man das wahrnimmt, dann sagt man sehr schnell, da mache ich nicht mit. Und so war das bei mir. Das war der Ausgangspunkt, eigentlich, ja, im Grunde auch für die Entwicklung, die ich durchgemacht habe bis heute. Ich habe dann ein zweites Mal mich an den Landtag gewandt. Das war 1993 im Januar. Ich habe damals die Amigo-Affäre ausgelöst. Steibel geriet damals in große Bedrängnis und stürzte darüber. Ich bin dann 1998 in die Landeswohnungs- und Städtebaugesellschaft Bayern übergewechselt. Im Zuge der Amigo-Affäre hat man mehrere Verfahren gegen mich eingeleitet, Disziplinarverfahren, auch ein Strafverfahren. Das scheiterte alles kläglich. Ich erhielt nicht die geringste Strafe, es wurde alles eingestellt. Ich musste auch keine Auszeit nehmen. Und auf freiem Fuß blieb ich sowieso immer. Ja, das zur Historie. Ich war 30 Jahre lang im Finanzministerium, war zeitweise Vertreter des Finanzministeriums in Bonn und habe jetzt insofern einen weiten Rückblick und kenne mich natürlich eben auch in den Abläufen des Staatsapparats aus und das ist nicht unwichtig, gerade im Hinblick auf den Fall Woller, den ich zu sprechen komme. Aber ich will zunächst mal es wollte. Vor der Einführung haben vier ehemalige Bundesfamilienministerinnen, zwei von der CDU, zwei von der SPD, dringend vor der Einführung des Betreuungsgeldes gewarnt, weil das Konzept völlig verfehlt ist. Seehofer hat es durchgesetzt. Warum wohl? Weil er damit ein paar Wählerstimmen zusätzlich zu gewinnen hoffte. Das hat jeder im Lande gewusst. Aber Seehofer hat sich durchgesetzt. Meine Damen und Herren, ich sehe das auch als nicht seriös an. Und hinzu kommt noch Folgendes. Dieses Geld ist ja nicht etwa da im Staatssäckel. Da könnte man sagen, wenn es da wäre, ja gut, wird es halt mal für einen Zweck ausgegeben, der etwas zweifelhaft ist. Nein, für das Betreuungsgeld muss jährlich Kredit aufgenommen werden. 2 Milliarden etwa sollen die Kosten sein. Die satteln wir dann auf die bereits vorhandene hohe Staatsverschuldung noch drauf, sodass wir Schulden tilgen, werden die drauf gesattelt. Und jetzt rechnen Sie mal, 2 Milliarden in 10 Jahren sind schon 20 Milliarden. Nicht? Alles letztendlich, weil Herr Seehofer hier seine Wiederwahl betrieb. Das wird er natürlich nicht gerne hören, ich sage es trotzdem. Und da lese ich Ihnen jetzt vor. Ebenso wie Eduard Zwick genoss Hurler dank Strauß rechtswidrige Steuernachlässe in unglaublichem Umfang. Die Presse berichtete 1993, statt einer Steuerschuld von 100 Millionen Mark habe er aufgrund eines Vergleichs mit dem Finanzamt nur 40 Millionen zahlen müssen. Ein Finanzbeamter, der sich namentlich bei der Süddeutschen Zeitung meldete, gab an, dass Hurler sogar einen dreistelligen Millionen Steuernachlass erhalten habe, nachdem er seit Jahren keine Steuererklärung mehr abgegeben hatte. Das sollte sich mal ein anderer erlauben. Ein leitender Angestellter von Hurler berichtete ebenfalls von einem über 100 Millionen liegenden Steuernachlass. Er bezeichnete das als Riesensauerei. Ihm zufolge
weil der Deal 1982 etwa 4 Wochen vor dem Flugzeugabsturz des Hurler-Sohnes im Hotel Überfahrt am Tegernsee zwischen Hurler und Strauß ausgehandelt worden. War der Strauß eigentlich zuständig? Sicher nicht. Er als Ministerpräsident hatte da null Zuständigkeit. Bei Mollat, einfach deshalb, weil Sie den Fall natürlich aus der Presse gut kennen, weil er außerordentlich faszinierend ist und weil er eine unglaubliche Tragweite hat. Und ich weiß gar nicht, ob sich alle dieser Tragweite bewusst sind. Meine Damen und Herren, wenn es möglich ist, jemanden in die Psychiatrie wegzusperren, um ihn mundtot zu machen, weil er Schwarzgeldverschiebungen angezeigt hat und anzeigen will. Schwarzgeldverschiebungen in Millionenhöhe. Was ist dann sonst noch möglich in diesem Lande? Abhören sowieso. Oder wenn Sie einen Prozess führen mit irgendjemandem, der einen Politiker gut kennt, dem vielleicht sogar eine Wahlkampfspende zukommen ließ, der wird sich doch an diesen Politiker wenden, wenn er in Not ist, und seinen Widersacher in die Ecke drängen in diesem Prozess. Das kann ein Strafprozess sein, das kann ein Zivilprozess sein, ein Unternehmer, der dann die Kürzeren zieht, oder jemand, der eine Anzeige erstattet wegen Verleumdung, der wird dann plötzlich selber der falschen Anschuldigung bezichtigt. Das alles kann so sein, wenn das möglich ist, was im Fall Mollat geschah. Und ich habe im ersten Buch Macht und Missbrauch und auch in diesem zweiten Buch Wahn und Willkür eine ganze Reihe solcher Fälle aufgeführt, dokumentiert. Und es gab keinen Widerspruch, meine Damen und Herren, keinen Widerspruch. Nicht nur, dass Sie mich immer noch hier auf freiem Fuß sehen, nein. Seitens der Justiz und seitens der CSU-Spitze gab es keinen Widerspruch. Und das spricht ja Bände. Ich habe in diesem neuen Buch einen Satz niedergelegt, den ich mir vorher sorgfältig überlegt habe. Ich habe nämlich geschrieben, Bayern ist in Fällen mit politischem Bezug kein Rechtsstaat mehr. Das habe ich mir lange überlegt. Wenn man diesem Apparat so lange angehört hat, dann identifiziert man sich natürlich. Und man fragt sich, kann ich wirklich so weit gehen, dass ich hier diesen Staatsapparat in dieser Weise beschuldige? Ich habe mir das überlegt und gesagt, ja, es muss so sein, es ist so und das muss man auch öffentlich machen. Und ich wiederhole es, Bayern ist in Fällen mit politischem Bezug kein Rechtsstaat mehr. Und der Fall Mollat ist ein exemplarisches Beispiel dafür. Man versucht jetzt den Fall Mollat als Justizirrtum hinzustellen. Meine Damen und Herren, aber es war kein Justizirrtum. Es war ein Verbrechen. Das sagt niemand sonst im Lande. Warum sagt es niemand? Weil jeder natürlich Angst hat, dann eventuell ein strafrechtliches Risiko einzugehen. Aber ich sage, es war ein vorsätzliches Verbrechen der schweren Freiheitsberaubung. Nun ist ein Verbrechen, setzt ja Verbrechen Vorsatz voraus. Und der Vorsatz ist ein innerlicher Vorgang, der ist oft schwer nachweisbar oder oft gar nicht. Und trotzdem, hier in diesem Fall, ist der Nachweis ganz leicht zu führen. So verwirrend der Fall Mollat, Sie kennen ja so viele Details aus der Presse, so verwirrend er auf den ersten Blick und auf den zweiten, dritten Blick scheinen mag, er ist im Grunde auf einen Kernpunkt zurückzuführen. Mollat wurde in die Psychiatrie eingewiesen mit der Begründung, seine Angaben in den Schwarzanzeigen, in den Strafanzeigen über Schwarzgeldverschiebungen der Hypervereinsbank und auch seine Ehefrau seien paranoide Wahnvorstellungen. Doch die Staatsanwaltschaft und auch die Richter hatten sich hartnäckig geweigert, überhaupt diese Angaben zu überprüfen. Daher waren sie doch völlig außerstande zu behaupten, diese Angaben seien Wahnvorstellungen
Und diese Logik ist so simpel, so einfach, die kann der dümmste Staatsanwalt und der dümmste Richter nicht verkannt haben. Und damit haben sie den Beweis, aufgrund dieser einfachen Schlussfolgerung, dieser zwingenden logischen Überlegung, dass hier nicht ein Justizier zum Start fand, sondern ein Verbrechen, ein unglaubliches Verbrechen. Ich vergleiche den Fall Mollat mit dem Fall Dreyfus. Darunter sollte man ihn keineswegs setzen. Dabei könnte man noch sagen, der Fall Dreyfus ist vielleicht geradezu noch etwas weniger schlimm gewesen. Denn Dreyfus kam nach 4 Jahren frei, Mollat erst nach 7,5 Jahren.